Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, ihr hört schon, ich habe mal die kleine Playlist angeschmissen. Okay, Blasenfisch analysiert. Wieso, den haben wir doch schon. Wasser. So. Ah, okay. 30 Sekunden länger. Wäre eigentlich nicht schlecht. Elektronik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde ja echt gerne. Okay, es ist Nacht. Also, ich möchte gerne was bauen. Titan fehlt. Was? Wie kann ich das jetzt bauen? Ich brauche bestimmt dazu das Gerät. Nehme ich mal an. Okay, Galerie. Hey, es hat funktioniert. Datenbank. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Lass uns überlegen, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Werkzeug. Lag das vorher auch schon da? Lag dieses riesen Frackstück vorher schon da? Oder habe ich das noch nicht gesehen? Das war hier. Nein, das lag vorher nicht da. Ich kann das aber auch nicht nehmen, oder? Kann ich da reinschwimmen? Moment, ich will mal Luft. Und los. Aua, was haben wir denn hier? Ach komm, ich kann das nicht mitnehmen. Das ist doch... Wow. Also ich würde die Dinger mitnehmen und da reingucken, also bitte. Huch. Ich hole lieber noch mal Luft. Ah, da unten haben wir noch Schrott. Okay, den können wir uns da noch holen. Boah. Lass mich rein. Hey. Es ist ein Stück meines Schiffs. Ich darf da rein. Muss doch hier irgendwie. Hallo? Ich meine, er könnte doch jetzt froh sein, dass er sowas gefunden hat. Warum nimmt er das nicht? Emergency. Ja. 10 seconds of oxygen remaining. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, Schrott. Da unten haben wir Schrott, dort haben wir nochmal Schrott. Okay. Das holen wir uns jetzt. Auch wenn es hier böse gibt, da unten ist noch was. So. Wieder hoch, wieder hoch. Ist das, kann man das aufnehmen? Gucken können wir. Und wieder runter. Ja, hier ist auch noch ein Metallschrott. Gib mir das. Sehr schön. Sehr schön. Oh, hier haben wir. Haha, sehr geil. Hier drin war auch gerade noch, habe ich gesehen. Hier war auch noch irgendwo. So, und jetzt hoch, ganz schnell. Vor die Dame da im Mikro wieder. Wo haben wir? Ich würde sagen, das Schiff ist weg. So. Okay. Jetzt haben wir ordentlich Eisen. Ernährung, persönlich. Jetzt haben wir eigentlich... wir kriegen ja nun... Wo haben wir es denn hier?
ziemlich viel Titan. Da sollten wir uns eigentlich auch die Sauerstoffflasche gönnen dürfen. Titanbahn. Was? Okay, bevor wir jetzt die Bomben machen, oder ist das verdichtete Titanbomben, oder ist das das, was Titan, nee, von Titanbomben steht nichts da, steht hier auch nicht, ne? Nee, nur Titan, Titanbomben steht nichts da. Kann ich das hier runterziehen? Ich brauche bestimmt die Werkzeuge dazu. Wir haben echt viel, wir haben nur Kupfererz jetzt. Wir trinken jetzt mal was. So. Okay. Wartet mal. Einsetzbares. Kupferdraht. Kabelsatz. Kupferdraht. Zwei Kupfererz benötigen wir da. Da können wir ein Signalboje machen. Navigationshilfe bleibt an einer Stelle und sendet eine Position. Oh, nicht schlecht. Hier, Werkzeuge. Überlebensmesser. Silikongummi, oh Gott. Chemische Reaktion produziert Gas, das leichter als Luft ist. Was händischen Auftrieb? Leuchtfackel? Hier. Erstellt aus Rohmaterialien Habitat-Segmente und Geräte. Oh, Computerchip und Batterien, was? Überlebensmittel, wir brauchen noch Silikongummi. Das wäre mal. Mal gucken, ob wir das irgendwo finden. Scanner, eine Batterie. Okay, Fische habe ich jetzt nichts mehr. Wir können ja jetzt mal am Boden ein bisschen absuchen, ob wir. Ob wir da was finden? Sehe ich gleich das Bindeglied? Eine Wand spinnt, okay. Also ich hätte schon gerne so eine erste kleine, so eine kleine Basis, wäre schon ganz cool. Ein Fenster, ein Glasröhren, dass man so durchlaufen könnte. Das wäre schon ziemlich geil. Ich denke, im Krea-Modus hat man hier richtig Spaß. Ah, ich habe vergessen. Ich habe natürlich vergessen, die Uhr im Auge zu behalten. Ach ja. Na gut. Hui. So. Ich kann auch nicht darüber sagen, wie regelmäßig das LP kommt. Ich versuche es mal so alle zwei Tage eine Folge jetzt. Mal gucken. Am Wochenende kann ich ja jetzt auch nicht aufnehmen. Da haben wir wieder hier Silikon. Okay. Ich würde sagen, die Fische, die fangen wir nur nachts, weil das ist am besten. Der Pendi, das ist, ne? Optimal. Da haben wir noch Schrott. Okay. Mal hier reingucken, was ist denn hier drin? Nicht. Okay. Nicht ist nicht viel. Ach, seht ihr, wir wollten doch. Die Sauerstoffflasche wollte ich doch machen. Mist, vergessen. Wir nehmen sehr viele Ressourcen auf. Die Pilze, die wir aufgenommen haben, die werden wir rausschmeißen. Und es ist noch mehr Schrott, okay. Oh, da geht's tief runter. Das ist so Richtung Schiff. Oh, da geht's ja mega tief runter. Wir holen jetzt nur den Schrott, wir holen nur den Schrott. Okay, das ist schon mal gut. Oh, da geht's da tief runter. Oh, da ist nochmal Schrott. Kriege ich denn noch? Wir sollten nicht so viele Experimente machen, solange wir... Ich werde gleich erstmal die Sauerstoffflasche craften. 30 Sekunden sind 30 Sekunden, das ist... Das ist auch nochmal Schrott. Überall Schrott dort, ja, alles klar. Was ist denn das Rote hier? Huch! Strahlung entdeckt. Ah, okay. Wir sind zu nah am Schiff. Ja, ich gehe ja schon. Okay, also wir dürfen nicht zu nah ans Schiff ran. Sehr schade, ich wäre da gerne mal gucken gegangen. Was haben wir dort? Hier ist Schrott, okay.
Juhu. Immer drauf voll. Ach komm schon. Kann ich mir das merken? Was hat der da? Der ist gerade mit sich rumgeschleppt. Ach so, wir sind. Ah, okay. Direkt dort dahinter ist das. Na gut. Dann gehen wir was gegen unser volles Inventar tun. Tun wir was gegen das volle Inventar. Glas, Titanium-Bahn. Es ist dann verdichtet, ja. Kann ich das aber wieder zurückproduzieren, ist die Frage. Wir werden mal die Pilze raushauen. Wow, ganz schön viel. Das sollte sich dann einiges bauen lassen mit. Okay, hier haben wir nichts. Ich guck gerade mal durch. Oh, wir haben eine Errungenschaft gekriegt. Ach, cool. Und das jetzt, ist das jetzt automatisch aktiviert? Kann ich nochmal machen? Kann ich mir so immer mehr Atemluft. Oh, was? Von 45 auf. Zwei Titanen nur. Zwei. Komm. Also, ne, also. Inventar voll. Ach, nee, ach komm. Das braucht im Inventar richtig Platz, die Presto-Flasche. Nicht dein Ernst. Na gut, die geht, die geht. Kann ich die nicht hier ausrüsten? Das ist ja doof gemacht. Wir trinken mal noch was und schon haben wir noch eine Presto-Flasche. Sehr schön. Das ganze Eisen. Aber wir werden das brauchen, wir werden es brauchen. Kann ich das einfach so austauschen? Nee, kann ich nie. Ich mach das mal so. Zack, zack, zack. Ja, und die ganzen Pflanzen jetzt raus. Die nehmen nur Inventarplatz weg und Lagerplatz. Okay. Ein kleines Geräusch. Oh, Moment, gleich wieder da. So, wieder zurück. Es hat auch erst geklopft, aber das habe ich nicht gehört. So. Packen wir das Eisenerz hier rein. Oh Gott, haben wir viel. Ich überlege gerade. Wir haben ja draußen noch unsere Vorratskisten. Wollen wir das Eisenfleisch dann alles dort reinpacken? Dass wir so einen Punkt haben, wo wir alles Eisen haben. Wäre vielleicht ganz gut. Da brauche ich drei Titanen. Naja, ich weiß schon. Okay. Kann ich das jetzt einfach rauswerfen? Ah ja, kann ich. Okay. Huch, nein, halt, was habe ich jetzt rausgeworfen? Halt! Nein! Komm zurück, du! Das wollte ich nicht rauswerfen. Find's aber cool, dass sie dann auch so richtig hier so, also so rumtreiben, schweben halt, ne? Rollern. Na? Finde ich gut gemacht. Na, was haben wir denn hier? Man kann ja auch in dem Sand graben. Was ist denn da? Ist da irgendwas? Kann man da irgendwas finden? Habe ich da jetzt irgendwas im Inventar? Nee. Schade. Okay. Wir können. Wo ist denn? Da. Oder machen wir das direkt hier unten hin, das Lager erstmal? Oder wir machen das Lager direkt dort unten hin. Und hier fangen wir dann an zu bauen quasi.
Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Wir packen das hierher. Direkt unten drunter. So. Komm her, du. Okay. Luft, wir brauchen Luft. Okay. Gleich wird Nacht, dann können wir erstmal gucken gehen nach Wasser und Essen. So. Ich hätte die gern. So schön zusammen. Ja, das ist okay. Okay. Eisen. Können wir alles hier schön ablegen? Ja, wir hören dich doch. Die Nacht bricht herein. Yay! So. Okay. Denke ich, das ist ganz gut. Die Geräusche. Aber sehr geile Geräuschkulisse. Also kann man, ne? Kann man nicht meckern. So. Ihr müsst schlafen. Schlaft ein. Ihr müsst einschlafen. Hey, komm her, du. Und wir brauchen auch noch Fische zum Essen. Da kommt auch schon einer. Hehehe. Der da ist böse gewesen. Glaube ich, ne? Ich glaube, der war böse. Hier vorne schwimmen noch welche rum. Yum, 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 yum. Ah, kann man Luft holen. Halt, halt. Kommst du? Jetzt. Okay. Warum schlaft ihr nicht? Warum schlaft ihr nicht? Warum schlaft ihr nicht? Hey, du! Haha! Er ist schneller, aber ich bin schneller. Wasser, Wasser, Wasser. Ach, hier ist schon wieder das, okay. Das ist dieser kleine Vulkan. Wo ist das hier eigentlich? Oh, das sind ganz viele von denen. Kann ich da... Achso, das ist bloß... Schade. Nur Deko quasi. Hier ist... Da hinten sind welche. Okay. Und du noch. Sehr schön. Haben wir Wasser und Essen. Die Großen schlafen jetzt. Oh. Nein, die schlafen nicht. So bloß aus. Ich wäre ja gerne mal hingegangen. Mal gucken gehen. So. Okay. Machen wir so, tagsüber sammeln wir jetzt Ressourcen und versuchen dann, ja, mal was zu bauen. Und nachts holen wir uns das Essen. Okay. Da ist noch Wasser. Zack. Also verhungern und verdursten werden wir nicht. Und wenn wir nicht zu lange unter Wasser bleiben, dann ersticken wir auch nicht. Also sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, denke ich. Für den Anfang. Hier kann ich jetzt nichts machen. Erste Hilfe, Desinfektionsmittel. Wassergeflecht. Ich hätte echt gerne endlich mal Werkzeug. So ein Überlebensmesser wäre wirklich gut. Silikongummi. Woher kriegt man das? Ich möchte mich jetzt aber nachts halt auch nicht so weit entfernen. Storage, Storage, Show Storage. Gut, hat nie mehr. Warum ist denn da ist hier kein Messer drin? Das ist ein Überlebensmesser. Müsste doch am Anfang eigentlich dabei sein, sowas. Oder nicht? Naja, gut.
Also, wir essen erstmal was essen. Sehr schön, sehr schön. Was ist da hinten? Ist das ein Grafikbug oder was ist das? Boah, das sieht schon, also das sieht schon mega geil aus. Oh, das hat's zerlegt. Puh. Wow. Hier so ein endloser Wasserplanet. Und dort so ein karger Gesteinswüstenplanet. Boah. Der hat auch, man sieht sogar richtig, wenn man so hinguckt hier, die. Ist das der Rand der Atmosphäre, was man so sieht von dem anderen Planeten? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht im Video. Ah, jetzt geht's weg. Oder ist das Polarlichter? Haben die das vielleicht? Oh, das wäre cool. Aber was ist das da hinten? Da. Ich traue mich aber nicht hinzuschwimmen. Noch nicht, noch nicht. Okay, es wird wieder Tag. Da haben wir unser kleines Lager. Wo war denn das? Da hinten war das Zeug. Da unten ist auch noch Schrott. Die machen mir schon ein bisschen Angst. Was haben die da hinten dran? Ich gehe jetzt einmal hin. Ich gehe einfach mal. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir gehen nach oben. Wir speichern. Spiel gespeichert. So, jetzt können wir gucken gehen. Na, seid ihr Freund oder seid ihr Feind? Hallöle. Hui, was? Ah, eklig. Bäh. Boah, super Fische, echt. Bäh. Aber ich verstehe, es ist ein Abwehrmechanismus. Also die sind nicht böse, die verteidigen sich im Endeffekt nur, wenn man zu nah rankommt. Ist okay. Die versuchen auch ein bisschen von mir wegzukommen gerade, oder? Das habe ich das Gefühl jedenfalls. Was war denn hier? Hier war was. Ach, das war nur das Sand, okay. Hier sind ja eine Pilze runtergefallen. Problem ist, wir können auch nicht dorthin gehen, wegen den da. Da hinten. Da hinten ist was. Oder ist es ein Grafikbug? Das weiß ich nicht. Was? Hier wurde an der Wand auch irgendwas. Das hatte ich noch gesehen, wo ich dazu geschwommen bin. Kann man auch irgendwie schneller schwimmen? Nee, sieht nicht so aus. Ich bin ja lang geschwommen gekommen und habe noch gedacht, ach, hier ist wieder so ein Knüppel an der Wand. Wo ist das hin? Oh, jetzt wieder so ein Ei. Der Schatten, das sah gerade so aus. Hä? Ist das der da? Falscher Schatten, Freunde, falscher Schatten. Hier war doch irgendwo so ein blöder Knüppel. Wo ist der hin? Brauchst nie abhauen, ich tue dir nichts. Geh mal kurz hoch. Sind auch riesige Frackteile, nehme ich mal an. Ach, das ist doch Richtung Schiff. Alles klar. Da können wir es sonst nicht weiter. Da oben haben wir auch noch Schrott, okay. Ich nehme mal, ich würde sagen, das brauchen wir ja eh für alles, egal was wir bauen. Na, also das nehmen wir in Masse mit, würde ich mal sagen. So Quarz und den Schrott als Eisen. Ersatz.
haben wir auch nochmal welchen, aber ich will nicht da so nah an das rangehen. Okay, wo ist das? Oh, die nervt mit ihren Geräuschen. Also in die Richtung können wir nicht weiter, da ist dann die radioaktive Zone. Das heißt, wir gehen mal in die, würde ich sagen. Ja, die sind schon mal nicht böse, das ist schon mal gut zu wissen. Haben wir da noch Platz im Inventar? Jo, Hammer. Ist okay, können wir sammeln gehen. Schon mal da hoch zu? Mal gucken. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Ein kleines bisschen. Ich hatte da mal ein Spiel für die Wii. Das kann ich ja mal kurz erzählen nebenbei. Einmal kurz nach oben. Moment. Da ist überall Schrott. Für die Wii hatte ich noch mal ein Spiel, Endless Ocean 2 hieß das. Oh, das war wirklich wow. Da ging es halt auch, um Tauchen ging es da halt auch. Und da gab es eine Stelle, da konnte man in der, Gott, war das der Antarktis oder war das der Arktis? Weiß ich gleich gar nicht, was zu beten das war. Jedenfalls waren da halt riesige Eisberge. Und du musst an so einem Eisberg runtertauchen. Inventar voll. Was? Ach, das braucht, Schrott braucht, okay, das wusste ich nicht. Jedenfalls musst du da halt also im Eisberg runtertauchen, ne? Und wenn du da nach unten geguckt hast und du an dem Eisberg dran warst und hast nach unten geguckt, da unten war es schwarz. Oh, das ging so überhaupt nicht. Und die Quest war ja halt, dass da unten dran, an der Spitze von dem Eisberg ist irgendwo eine Höhle. Und die sollte man halt erkunden, das war die Aufgabe. Oh, das war nicht schön. Das war echt. Dort runterzutauchen, in dieses schwarze Nichts runterzutauchen, an so einem richtig glänzenden weißen Eisberg. Oh nee, das war echt. Muss ich nicht nochmal haben, sage ich mal, wie es ist. Das war echt krass. Okay, wir wandeln alles um. So. Wow, wie viel Eisen. Ich würde sagen, wir heben uns das alles auf. Ich bin mir sicher, wir werden es alles noch brauchen. Die Tornborn brauchen wir jetzt eigentlich auch für nichts. Da haben wir auch nicht mal ein Rezept, wo wir sagen, okay, da bricht man das. So brauchen wir das auch nicht umwandeln, würde ich jetzt sagen. Ne? Pumpt Luft von der ich weiß nicht. Ist das, hängt das mit der Station zusammen? Oder ist es halt einfach, dass wir nie auftauchen müssen? Wenn zum Beispiel eine sehr tiefe Stelle ist, wir wollen da runter, machen wir das quasi. Ja, und dann können wir halt, wie sagt man? Und halt dann über das Rohr Luft holen, da müssen wir erst auftauchen. Ich weiß nicht direkt, wie das. Ne? Silikongummi. Wo kriege ich Silikongummi? Fabrikator benutzen. Use Welder to repair. Wälder, wo ist denn das? Ha, Wälder vor allen Dingen. Das ist Englisch. Was heißt das auf Englisch? Was? Zufällig? Scanner? Nein. Batterie. Magnesium. Kracherpulver. Kracherpulver. Hießen die in Fische mit dem großen Auge, hießen die nicht Kracher? Hießen die nicht Kracher? Datenbank? Urologie? Nein. Technologie? Nein. Quatsch, wie kommt? Nö, auch nicht. Galerie. Erst tragen mehrere Brezelflaschen. Das ist klar. Anteil jeglicher elektrischer Ausrüstung. Oh, toll. 7,6%. Juhu! Einheitliche Lebensform haben wir heute praktische Methoden entwickelt, um Verschmutzung aus dem Wasserversorgung herauszufiltern. Heißt das jetzt, ich soll so ein Fisch da? Hä? Nach Datum sortiert. Mit Biometrie verbunden. Also, ja, gut, das ist das Neueste. Also, ich will jetzt gerne mal auf den. Geguckt, was der Fisch da. P.
Pickup First Aid Kit. Wieso habe ich übrigens schon wieder Damage gekriegt? Ah, jetzt haut's hin. Warum habe ich jetzt schon wieder ein First Aid Kit gekriegt eigentlich? Oh oh. Hä? Wie soll ich denn die aufladen? Puh, ich habe keinen Plan. Wir sollten uns vielleicht doch die Fische jetzt mal ganz genau angucken. Wenn wir die haben, ob man noch was irgendwas anderes mit denen machen kann. Oh Gott, wir haben wieder viel zu viel. Ich würde sagen, wir snacken erstmal. Hier, Kiko. Nee, Kiko. War das Kiko? So. Okay, das haut hin. Quarz. Okay, wir packen mal das Eisenerz draußen rein in die Kissen. Kissen? Da. Die war leer, okay. Achso, kann ich gleich so machen, okay. Zack, 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 zack. Ja, ich höre dich doch. Säurepilz, mit dem konnten wir aber auch gar nichts machen. Ich werde jetzt nochmal ein paar Fische fangen gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mit dem noch was anderes machen können. Da ist wieder so ein Ei. So ein Fisch. Da, mal guck mal. Kupfererz. Wuhu, jetzt haben wir schon zwei Kupfererz. Ah, da können wir Kupferdraht jetzt machen. Ah. Sehr schön. So, aus euch hier, aus euch Blasenfischen. Hehe. Okay. Okay, da ist der Vulkan. Aus dir? Ich nehme euch jetzt mit. Komm mal her. Komm her, du. Bleib mal stehen. Haha. Hier. Was war denn das? Das war Eisenerz. Ich brauche kein Eisen. Okay, also wir müssen diese Wände ein bisschen abklappern. Ja, Kupfererz. Sehr geil. Hä, ist es jetzt die richtige Richtung? Wo ist denn das Schiffswrack? Weil hier geht es so jetzt abwärts. Nee, haut hin. Okay. Da hinten ist jetzt auch sowas. Ist das da hinten schwebt was in der Luft? Okay, das sind Bugs, würde ich mal vermuten. Hier sind auch so Steilwände, da ist was. Okay, wir suchen jetzt mal direkt nach Kupfer. Vielleicht können wir dann unser Schiff ein bisschen reparieren. Das wäre natürlich sehr schön. Dank unserer zusätzlichen Pressluftflaschen können wir jetzt wesentlich tiefer tauchen. Da. Das war Titan. Ja, laut Titan, ja. Ich bin schon verwirrt. Ich war schon was ganz Neues. Da ist nix. Da ist Schrott. Huch. Seemottenfragment. Kann ich auch nicht aufheben. Sehr schade. Was ist das da? Oh, wir gehen mal kurz nach oben wegen Luft. Okay, wir waren ganz schön tief unten. Wir waren echt ganz schön tief unten hier. Gucken wir, ob wir jetzt hier noch irgendwas Nützliches finden. Ist das, was ich denke? Nee, es ist nicht. Schade. Okay, von da hinten aus den tieferen Regionen kommen krasse Geräusche. Ich habe auch im Trailer gesehen, also da war... Was war das denn? Explosionsfische, was? Wieso? Was? Explodierende Fische? Ach du Backe. Wieso gibt es hier explodierende Fische? Okay, also nicht in Höhlen. Ach da, guckt mal.
Also Höhlen sind böse. Vorerst nicht in Höhlen, außer wir haben eine Waffe. Naja, das sind alles solche komischen hier. Die, ich vermute mal, böse sind. Was ist das? Kreaturenei. Ich habe die Befürchtung, wenn wir irgendwann mal so ein Ei aufnehmen, dass dann... Du, warte mal. Haha. Kiko, bist du das? Kann ich aus dir eine Leuchtfackel machen? Klingt jetzt böse, ist aber... berechtigt. Der leuchtet ja, das Auge von dem leuchtet ja auch, ne? Also, ist hier noch irgendwo... Ist das einfach dunkel? Hinten rumort's, da ist wieder das, dieser Geysir. Oder dieser Vulkan halt, dieser unterirdische. Ah, da ist überall noch Schrott. Okay, überall ist Schrott hier. Die Nacht bricht herein. Ja, ich weiß, das ist nicht so toll. Okay, mal kurz Luft holen. Aber wir sind ja in der Nähe, das ist ja... Oh. Das war wieder sehr dicht an diesem Rand. Ah, sieht cool aus. Dahin liegt auch was sehr Großes. Warte mal, das Schiff ist dort noch? Ja. Da hinten liegt etwas sehr Großes. Da gehen wir mal kurz hin. Okay, das sollten wir uns ja bei Tag angucken. Das sollten wir uns echt bei Tag angucken. Was war das? Achso, sind die kleinen Kerle hier, okay. Na, Kollege? Map. Hier war noch irgendwo einer. Wir haben jetzt schon mal Kupfer, also irgendwas aus Kupfer können wir uns jetzt bestimmt machen. Hoffe ich doch. Was? Da unten in dem Loch ist sowas drin. Bleibt mir bloß fern. Okay. Kann ich, hier, ich habe jetzt einen Fisch. Dieser Fisch hat ein leuchtendes Auge. Das ist doch Energie. Nehmen Sie. Oh, es ist wieder aufgeladen. Jetzt ist die Energie wieder auf. Wie habe ich das gemacht? Ach, ich bin halt gut, ne? Ich habe die Energie aufgeladen, ohne zu wissen, dass ich die Energie aufladen kann. Okay, hier können wir jetzt den Kupferdraht machen. Wasser. Da stelle ich mir ziemlich hart vor, wenn der jetzt wirklich... ja, also ein Unfall hat es auf See, Schiff gesunken und bist dann in so einem kleinen Rettungsboot. Und du hast übelsten Durst und du hast nichts mehr und das dann dieses, na, du bist im Ozean, ne? Also ist Wasser, aber du darfst es nie trinken und das ist, boah, da stelle ich mir so heftig vor. Gekochter Kiko, das ist das doch. Kann ich da aus dem Kiko noch irgendwas anderes machen? Gepökelt, da brauche ich Salz. Okay, Salz habe ich keins. Nein? Nein, immer noch nicht. Wo war denn das? Da brauche ich irgendwo Draht. Kracher, ach nee, Kracherpulver, okay. Irgendwo war das doch, wo ich Batterie, Silikongummi. Da ist ein Fisch. Kracher. Hä, braucht man die irgendwo? Ach hier, Kupferdraht, Signalboje. Die bringt uns aber auch noch nicht viel. Ich mache jetzt einfach mal den Kupferdraht. So. Hier gibt es auch Batterien. Säurepilz. Ist das der, der unten, der... Ist das? Ist das der, der unter uns ist? Ist der das? Wartet mal. Habe ich noch Platz im... Ich beende auch da erstmal die Folge. Oh, das ist ja riesig. Ich beende gleich die Folge erstmal. Ich will ganz kurz gucken. Säure, bist du das?
Kann ich aus dir eine Batterie machen? Säurepilz. Hab mir so überlegt, die nehmen wir doch mit. Juhu. Okay. Jetzt können wir uns eine Batterie machen. Cool. Gucken, was wir aus der Batterie machen können. Wieso ist es jetzt so riesig? Ah, okay. Ja. Wir können uns eine Batterie machen. Sehr schön. Taschenlampe. Scanner. Ein Handspektroskop-Scanner. Um auf atomarer Ebene Informationen von angezielten Objekten zu erhalten. Mhm. Taschenlampe, batteriebetriebene Unterwasser-Lichtquelle. Naja, gut. Ich hätte aber schon gern hier sowas. Das wäre natürlich. Da brauchen wir noch einen Computerchip. Wie machen wir denn einen Computerchip? Computerchip. Silbererz. Was? Tischkorallenprobe. Oh Gott, Tischkorallenprobe. Wo kriegt man denn das her? Oh Gott. Kann ich hier noch? Hier habe ich keinen Platz mehr. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich will das Eisenerz aber ohne. Wisst ihr was? Kommt, wir schmelzen mal was ein. Wir schmelzen jetzt mal. Da geht ziemlich viel Eisen weg. Wo ist es? Hier. Könnte ich den jetzt auch wieder zurückverwandeln? Moment, das will ich noch ganz kurz gucken, bevor wir die Folge zu Ende machen. Kann ich den zurückverwandeln? Irgendwie? Nee, ne? Das ist doof. Die Möglichkeit müsste es auch noch geben. Okay, jetzt können wir die aber noch kochen, schnell. Gerade wieder was gesehen. So. Die Ernährung von dem Typen ist aber auch sehr einseitig. Ich würde sagen, wir verwenden mal die Batterie nicht jetzt hierfür. Die ist dafür zu wertvoll. Aber der Scanner wäre schon nicht schlecht, oder? Okay, können wir speichern erstmal. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich werde schon noch eine aufnehmen. Jetzt eine werde ich noch aufnehmen. Also, ja, für mich bis gleich. Und für euch bis in 1-2 Tagen. Mal gucken. Also, bis dahin. Tschüss.